Chaos Driver ist ein Pixel-Art Endless Arena Battle Royale Top-Down Local Multiplayer Crash Racing Game. Wow! Dies ist der erste Teil des Videos. Wenn du fertig bist, folge gerne dem Link zum zweiten Teil. Link in der Videobeschreibung, oben rechts und am Ende. Das Spiel Chaos Driver ist eine Projektarbeit von Lasse Berner und Marvin Stickern, Studenten der Medientechnik an der Hochschule Emden-Leer. Methodisches Ziel dieser Projektarbeit ist es, Kenntnisse der Module Programmieren 1 und 2 sowie Computergrafik, Autorensysteme, Produktion digitaler Medien und Mensch-Computer-Kommunikation zu vertiefen. Das allgemeine Ziel dieser Projektarbeit ist es, ein simples Mehrspieler-Rennspiel in Unity zu erstellen. Besonderes Feature soll sein, dass der Mehrspieler nur lokal an einer gemeinsamen Tastatur funktioniert, um den Spielspaß mit möglichst viel Chaos anzureichern. Daher auch der Name. Dabei soll bei anpassbarer Spielerzahl jeder Spieler nur 2 bis 3 weitestgehend frei belegbare Tasten nutzen, um sein Auto zu steuern. Spielmodi sind nur 2 geplant. Ein Rennmodus mit unendlich langer Rennstrecke, bei dem zu langsame Spieler nach und nach ausscheiden. Und ein Arena-Modus, bei dem die Spieler ihre Kontrahenten zu Schrott rammen. Dieses simple Konzept soll garantieren, dass wir das Spiel auf jeden Fall fertigstellen können. Wenn man sich die Ziele zu hoch steckt, wird das am Ende nur halbgare Grütze. Das mussten wir uns beim mehrmaligen Überdenken unserer Zielsetzungen eingestehen. Eine notwendige Voraussetzung, um unser Ziel zu erreichen, ist das Nutzen von passender Software. Wie oben erwähnt, ist Unity die Engine bzw. das Autorensystem der Wahl. Unity ist halt gratis, wir haben Unity bereits benutzt, war ein No-Brainer. Um das Spiel auf allen Computern auf dem gleichen Entwicklungsstand zu halten, nutzten wir GitHub und GitKraken. Zum Gestalten der Sprites und Grafiken wird Piskel benutzt, ein webbasierter, kostenloser Pixel-Sprite-Editor. Zum Erstellen der Soundeffekte und Soundtracks nutzen wir Ableton Live Standard und Milky Tracker. Als Inspiration für unser Computerspiel dienen vor allem 2 andere Computerspiele. Unser eigenes Spiel, Planet Race, und das legendäre DOS-und-Browser-Spiel Achtung, die Kurve. Planet Race ist zwar fertig geworden, aber Spaß macht's jetzt eigentlich nicht so. Mit Chaos Driver nehmen wir jetzt unsere gesammelten Erfahrungen und stecken sie in ein besseres Spiel. Und das fühlt sich dann runder und vollständiger an. Hoffentlich. Achtung, die Kurve ist halt wirklich schön simpel. Viele Spieler an einer Tastatur, jeder nur 2 Tasten, simpel, spaßig, chaotisch, können wir 1 zu 1 übernehmen, das Prinzip. Weitere Einflüsse kamen auch durch andere bekannte Spiele wie die Mario Kart-Reihe, Wreckfest, Spy Hunter auf dem NES sowie Smashy Road und natürlich Smash Bros. Die Legende. Direkt am Anfang der Planung wurde entschieden, das Spiel im 2D-Pixel-Art-Stil zu halten. Beim Entwickeln von Planet Race haben wir die Erfahrung gemacht, dass 3D-Modelle zu erstellen sehr zeitaufwendig ist. 2D-Pixel-Art dagegen ist sehr zeitsparend. Mit wenigen Klicks sind Grafiken fertiggestellt. Durch die geringe Anzahl an Pixeln wirken die Grafiken zwar zunächst recht abstrakt, sind letztendlich aber doch sehr gut als das zu erkennen, was sie darstellen. Für ein Rennspiel benötigt man ein Fahrzeug, in unserem Fall ein Rennauto. In der echten Welt ist ein Rennauto vereinfacht dargestellt ein Kasten, der über Federn an Reifen befestigt ist und auf einer Straße steht. Für Chaos Driver benutzen wir ein wesentlich simpleres Fahrmodell. Unser Rennauto ist lediglich ein Rechteck, das auf einer Fläche hin und her geschoben wird. In unserer zweidimensionalen Spielwelt gibt es keine Z-Achse und auch keine Reifen, die gedreht werden können. In der Praxis haben wir unser Fahrmodell auch zu großen Teilen kopiert. Wir erfinden das Rad ja nicht neu, Rennspiele gibt's halt wie Sand im Meer. It's free real estate. Links zu allen Quellen, die wir kopiert oder als Inspiration genutzt haben, findet ihr übrigens in der Videobeschreibung. Die Arena ist eine große Sandfläche, umgeben von Zuschauertribünen und gefüllt mit unterschiedlichen Hindernissen. Im Mittelpunkt der Arena steht als zentrales Hindernis eine Brücke, die von den Autos durch das Ändern von Ebeneneinstellungen sowohl über- als auch unterquert werden kann. In der Arena finden 2 Spielmodi statt, bei denen es nicht nur um Geschwindigkeit, sondern vielmehr um Beweglichkeit geht. Der sogenannte Arena-Modus ist hauptsächlich vom Modus Ballonbalgerei der Mario Kart-Reihe inspiriert, allerdings ohne Ballons und mit gefährlichen Frontschutzbügeln. Es geht darum, alle Kontrahenten mit dem Frontschutzbügel zu rammen, bis sie keine Lebenspunkte mehr haben und ausscheiden. Lebenspunkte können aber auch wieder aufgefüllt werden. Wer als letzter übrig bleibt, gewinnt. Der Frontschutzbügel hängt, by the way, standardmäßig an den Autos dran, der wird halt nur in allen anderen Modi wieder abgebaut.
Der Arena-Rennmodus, also der zweite Modus, hat sich erst während der Entwicklung von Chaos Driver ergeben. Die Autos sammeln hier, geführt von einem großen Pfeil, Pylone ein. Wer den Pylon einsammelt, bringt alle anderen Autos ins Schleudern und zieht ihnen Lebenspunkte ab. Wer zuletzt übrig bleibt, gewinnt auch hier. Der Rennmodus spielt sich wie eine Mehrspielerversion eines Endless Runners. Vor den Spielern liegt eine zufällig generierte Rennstrecke, auf der das Rennen stattfindet. Anders als bei klassischen Rennen gibt es hier aber keine Ziellinie. Die Kamera folgt dem Erstplatzierten. Wer nicht mithalten kann und aus dem Bild fällt, fliegt raus. Und wer als Letzter im Bild bleibt, gewinnt. Der Untergrund wurde mit dem Unity-internen Tile System, also Kachelsystem, gelöst. In die Engine lassen sich quadratische Sprites importieren, die zu einer Tile Palette zusammengefasst werden können. Auf einem Raster mit einer darübergelegten Tile-Map lassen sich hier nun ganz einfach die Kacheln wie mit einem Pinsel auftragen und somit die Spielwelt aufmalen. Wenn es das Ziel ist, die Rennstrecke zufällig laufen zu lassen, ist es allerdings keine Option, das Level von Hand zu bauen. Es ist kein großes Problem in Unity, zufällige Gegenstände an zufälligen Orten erscheinen zu lassen. Für ein glaubwürdiges und funktionales Level ist jedoch ein gewisses Grundmaß an Ordnung nötig. Im Fall der Rennstrecke sind das folgende Regeln. Jedes Streckenteil besteht aus mehreren Kacheln, die in gewisser Relation zueinander stehen. Das neue Streckenteil erscheint an der Position, die an das vorherige Streckenteil angrenzt. Das neue Streckenteil hat die gleiche Rotation wie das vorhergegangene Streckenteil. Das neue Streckenteil muss in der richtigen Richtung an das alte angrenzen. Nach einigem Herumexperimentieren ist die folgende Lösung für das Problem entstanden. Es existieren im Prinzip drei Klassen, die eng zusammenarbeiten. Die Dreieinigkeit besteht aus Map-Builder, Tiling-Patterns und Track-Build-Marker. Der Marker ist ein unsichtbarer Punkt, der auf der Strecke existiert. Er besitzt nichts als eine aktuelle Position und Rotation und einige Funktionen, durch die er von außen bewegt werden kann. Er markiert die aktuelle Stelle, an der ein Straßenabschnitt gebaut werden soll. Die Tiling-Patterns-Klasse besitzt die Kacheltexturen. In ihr sind Methoden, mit der sie diese Texturen in ein Array aufreihen kann. Außerdem besitzt sie ähnliche separate Methoden, die eine Liste an Koordinaten ausgibt. Der Map-Builder ist, wenn man so möchte, das Bewusstsein der Konstruktion. Der Map-Builder entscheidet sich nach einem Zufallsprinzip, ob das nächste Stück Strecke eine Gerade, eine Linkskurve oder eine Rechtskurve werden soll. Dementsprechend fragt es die Tiling-Patterns nach den entsprechenden Informationen. Gleichzeitig fragt es nach der aktuellen Position und Rotation des Track-Build-Markers. Daraufhin wird mit ein bisschen Matrix-Mathemagie zuerst das Muster zusammengebaut, als Ganzes rotiert, an die Stelle des Markers gesetzt, auf der Spielwelt abgelegt und anschließend die einzelnen Kachelinhalte in die richtige Richtung gedreht. Et voilà, da liegt ein schönes Stück Strecke. Aber wenn man da ganz genau hinschaut, dann sieht man sogar noch was. Seht ihr diese Linien, die von den Autos zu dem Punkt da zeigen? Der Map Builder hat auch einen Kontrollpunkt gesetzt. Zu jeder Zeit wird von jedem Auto die Distanz zum nächsten Kontrollpunkt gemessen. Der Spieler mit der geringsten Distanz zu ihm gilt als Erster und die Kamera folgt ihm bevorzugt. Deswegen kann der Erstplatzierte niemals aus dem Bildschirm fliegen. Erreicht ein Spieler diesen Kontrollpunkt, wird der nächste Punkt aktiv gesetzt und außerhalb des Bildes wird ein neues Stück Strecke aufgebaut. Damit läuft das Spiel theoretisch unendlich weiter, bis ein Sieger feststeht. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, euch hat dieser erste Einblick in unser Projekt gefallen. Das hier war Teil 1, hier geht's jetzt weiter zu Teil 2 des Videos. Und vergesst nicht, vorher noch einen Daumen hoch und vielleicht ein Abo dazulassen. Das tut nicht weh und ihr bekommt davon sowieso nichts mit, weil wir nämlich viel zu selten was hochladen. Aber bis dahin, tschüss!